So, damit sind wir jetzt schon bei der sechsten Aufgabe, nämlich Azide-Eliminierung ohne anzuvisieren. Dazu kommen wir direkt. Erstmal positive Dinge für euch, auch für die Neuen, gerade für die neuen Leute, die gerade hier reingucken. Wir machen zusammen Custom Games mit Preisgeldern, was bedeutet, ihr könnt fürs Spielen sogar Geld verdienen. Und da ich noch relativ klein bin, sind auch noch ein paar nicht so gute Spieler dabei. Aber wie das Ganze funktioniert, werde ich euch natürlich jetzt gerade kurz erklären. Wir machen nicht eine Custom-Runde und es gibt einen Gewinner mit Preisgeld, sondern quasi über einen längeren Zeitraum. Jetzt am Anfang machen wir das Ganze mit 2 Wochen, aber wenn natürlich die Einnahmen soweit stimmen und ich das Ganze finanzieren kann, kann es auch sein nach einer Woche und so weiter. Wenn du natürlich dann noch Lust hast, eventuell sogar einen Skin zu gewinnen, wenn bei 800 V-Bucks, jetzt seht ihr, habe ich 560, aber keine Angst, die V-Bucks kaufe ich mir nicht, sondern durch Rette die Welt. Und jeder, der Rette die Welt spielt, weiß, es geht eigentlich relativ schnell. Wann ich diese Skins dann verlose, werde ich immer im Item Shop morgens bekannt geben. Also, wenn du auch den Item Shop gerne sehen willst und generell, wie die besten Listen so aussehen, ich zeige euch das Ganze mal gerade. Hier sind die Custom Games. Seht ihr, wir haben aber warte mal, vor 3 Tagen angefangen. 3 Siege hat der Beste. Also auch jetzt noch mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. So, wenn du das Ganze natürlich mitmachen willst und natürlich die Skin-Verlosung mitkriegen willst, gerne ein Abo da lassen, kostet euch nichts. Und natürlich die Glocke aktivieren. Die Glocke aktiviert ihr nicht für mich, sondern für euch. Weil so bekommt ihr mit, wenn ein Livestream startet oder ein neues Video kommt oder neue Herausforderungen oder irgendwie im Shop so an sich irgendwas Besonderes ist. Sei es wie zum Beispiel die Minty-Hacke, wenn wo die rauskam und so weiter. Also es kommt immer ein bisschen was rund um Fortnite. So, eine Sache müsstet ihr aber bitte doch vorher machen, damit ich euch den Skin schenken kann. Nämlich einfach mir eine Freundschaftsanfrage schicken an YT unterstrich Family Hack. So, egal wie ihr es schreibt, die Freundschaftsanfrage wird so ankommen. Hauptsache ihr macht halt den Unterstrich dahin, nicht Bindestrich. Warum müsst ihr das Ganze machen? Ganz einfach. Wir gehen gerade schnell rein in den Item Shop. Ihr seht, das Ganze muss ich ja dann als Geschenk kaufen, damit ihr den Skin auch bekommen könnt. Und wir sehen schon, Al Pacino zum Beispiel hat sich erst gestern mit mir befreundet. Denn man muss 48 Stunden miteinander befreundet sein, bevor man einen Skin verschenken kann oder auch empfangen kann. Ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme von Epic, ist auch gut so, denn wenn ihr gehackt werdet, so dass euer Konto nicht direkt leergeräumt werden kann. Also, Kurzfassung ist, gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren, Freundschaftsanfrage schicken. Und wenn du natürlich ein richtiger Supporter sein willst, gerne auch meinen Creator-Code eingeben. Hier steht er nämlich gerade YT-FamilyHack. Das Ganze könnt ihr hier unten rechts machen, einfach eintragen, annehmen und immer wieder mal gucken, ob er noch drin ist. Weil, ihr wisst ja, nach 2 Wochen geht er automatisch raus. So, wir gehen jetzt direkt rein und zwar in die Gruppenkeile. Wir machen nämlich die Aufgabe, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt gesagt habe. Zieleliminierung ohne anzuvisieren. Ich werde euch auch im Video dann jetzt erklären, wie das Ganze gemeint ist, denn einige werden sich natürlich fragen, was meinen die ohne anzuvisieren? So, aber vorweg erstmal, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann hau jetzt bitte dein Abo raus. So, wegen dem Anvisieren. Damit ist eigentlich ganz simpel gemeint. Ihr dürft, wenn ihr am Controller spielt, die L2-Taste nicht drücken. So wie zum Beispiel, wenn ihr die Sniper benutzt, zum Ranzoomen. Das nicht benutzen. Ihr müsst quasi no-scopen. So blöd sich das Ganze anhört. Ich guck mal gerade, ob ich hier eine Waffe finde. Natürlich finde ich jetzt keine. Ja, Lecks sind wieder inklusive. Man kennt es. Tagesaufgaben sind, alle Wochenaufgaben sind da und es laggt. Also, so wäre anvisiert und so wäre nicht anvisiert. Ihr müsst quasi so den Kill machen, einfach random schießen und nicht anvisieren. So, dazu gibt es nämlich noch einen kleinen Trick, gerade bei Gruppenkeile, wie ihr schneller die Gegner findet. Nämlich einfach bis zur Mitte, so wie ich das jetzt mache, dann gleiten lassen. Hängegleiter mache ich nicht raus, ich lasse mich einfach fallen. So, jetzt müssen wir noch gerade eine Sekunde warten. Und wo ist die Zone? Da ist die Zone.
Und jetzt können wir runtergehen. So, die Zone ist genau hier am Schrottplatz. Beziehungsweise ich nenne es immer Schrottplatz. Ich weiß, es ist ein Autokino, aber ich weiß nicht warum. Jedes Mal, wenn ich die Autos sehe, denke ich Schrottplatz. So, da haben wir auch schon direkt die Aufwertungsmaschine. Warum will ich hier hin? Natürlich, um Gegner zu kriegen. So, schnell gucken, was wir hier in der Kiste haben. Bam, weil wir haben ja noch die Aufgabe mit den Kisten. Ja, haben wir das nämlich auch schon mal eine fertig. Die Lecks. Ich weiß nicht. Auf der PlayStation sollen die Lecks ja noch schlimmer sein, aber ich finde es ja schon am PC schlimm. Da will ich jetzt gar nicht wissen, wie die dann auf der PlayStation sind. So, wir looten uns erstmal hier ein bisschen was zurecht. Und denkt dran, holt euch genug Munition mit. Weil ich denke mal. Oh, jetzt muss ich aufpassen mit Truhen öffnen. Nicht, dass ich die Aufgabe schon vorher erledigt habe. Denn 30 Sekunden ist eine lange Zeit. So, die lassen wir nämlich mal noch zu. Jetzt muss ich gerade gucken, ob ich hier normalen Loot finde, der hier so rumliegt. Weil ihr wisst ja, ich lade euch wirklich jede Aufgabe hoch, damit nämlich auch gerade die jungen Zuschauer unter uns wirklich jede Aufgabe sehen können. Weil manche Aufgaben verstehen sie einfach nicht. Ist nicht böse gemeint, sondern ist völlig normal, da die deutsche Sprache ja manchmal echt ein wenig kompliziert ist. So, jetzt suchen wir erstmal nur Gegner. Ich bin auch schon überlegen, ob wir hier irgendwo einen sehen, weil wie gesagt, wir müssen halt quasi no-scopen. So, hier haben wir noch keinen. Also nochmal L2, das ist anvisieren und wenn wir so schießen, ist nicht anvisieren. Und genau so müssen wir halt eine Eliminierung machen. Zwei habe ich schon gemacht. Auch Fallschaden gehört nämlich dazu. Also wenn irgendeiner wieder Bob der Baumeister spielt und baut sich hoch und ihr baut den runter und er kriegt Fallschaden, auch so habt ihr dann das die Aufgabe gelöst. Lol, vier Angeln hier drin, man kennt es. Der wollte nur Harpunen sammeln. So, war mal denn hier mein Gegner? Eieiei. Ich sag ja, wenn man sie braucht, kommt keiner. Und wenn man sie nicht braucht, stehen sie immer auf einmal hinter einem. So, da hinten habe ich einen definitiv gesehen. Eine Pump haben wir auch. Also eigentlich Top-Bedingungen. So, machen wir gerade mal so. Weil mit der. Warte, gucken, ob ich es mit der Dings schaffe. Oh, er haut ab wie ein Feigling. Wo ist er hin? Er ist echt gestorben. Er ist gestorben an Fallschaden. Nein. Lol. Oder er wollte einfach nur seine Aufgabe machen. Kann auch sein, dass er sich extra sterben lassen hat, hat geguckt, wo sind die meisten Gegner. Und hat dann quasi die Hängegleiteraufgabe gemacht, wo ihr den Schaden machen müsst, sobald ihr gelandet seid. Quasi auch 30 Sekunden. So, jetzt müssen wir mal langsam mal hier einen finden. Ja, das ist ein Teammate. Gegner, wo seid ihr? Ah, den da hinten werde ich aber glaube ich nicht treffen. Aber ich glaube, da kommt einer für uns. Oh, ist natürlich auch zu weit weg. Er wird weggesniped. Kappa. Toll. Das war's auch wieder damit. Mann, hier muss doch ein Gegner sein. Kann nicht so schwer sein. Sonst landet hier immer einer. Das ist auch kein Gegner. Ja, das Problem ist halt, weil es nicht mit anvisieren ist. Aber in der Endphase stehen eigentlich immer irgendwelche Leute rum, die quasi schon gar nicht mehr das Spiel spielen. Dann inzwischen haben wir auch leider Gottes die inaktiven Spieler, die quasi nur noch EP sammeln mit Spielzeit. Ist eine Möglichkeit, aber ist natürlich nicht Sinn des Spiels, in Anführungszeichen. So, wo haben wir denn jetzt mal hier einen? Da unten. Da sind mir jetzt nur zu viele. Ach Mann, musst du jetzt auch noch kommen? Ja, klar. Erst sehen wir gar keinen Gegner und jetzt haben wir fünf.
Das war es ja an der Stelle wieder mal komplett. So, haben wir hier irgendwo mal einen einsam und verlassen rumlaufen? Kann doch nicht sein hier. Ja, die bauen sich da hinten wieder immer noch einen ab. Aber da muss ich eigentlich hin. Also manchmal, ich sag ja, wenn man es kontrolliert machen will, funktioniert es einfach nicht. Das hier ist doch echt zum Kotzen. Ja, er hat wahrscheinlich das Aim des Jahrtausends. Aber, Mann, was ist denn aber auch hier los? Och nee, nee. Aber der hat seinen Schaden bekommen. Zack, genau so geht's. Einfach nur schießen. Ohne anzuvisieren. Also nochmal Kurzfassung. Das ist anvisieren, das ist ohne. So, ich hoffe, ihr könnt die Aufgabe jetzt auch dadurch schaffen. Und dann würde ich sagen, an der Stelle viel Spaß noch. Und haut rein. Kann mal gucken, ob ich hier noch einen Kill hinkriege. Natürlich nicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Bestes Gameplay EU West. Wie gesagt, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne, haut jetzt rein.